Morgen. Sonntags morgens. Hier um 7 in der Gärtnerei. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken. Okay, USB-Bereich. Ich gehe jetzt nach hinten und ernte erstmal meine Gurken ab. Ein kurzer Blick in unser Jungpflanzenhaus. Fast komplett gähnende Leere war schon komplett leer. Ich habe jetzt meinen Rosenkohl, die restlichen Pflanzen Rosenkohl hier reingestellt, weil die durchgeputzt werden müssen. Da war ich nicht schnell genug und schon habe ich jetzt Befall drin, sodass ich die durchgucken muss. Ich gehe mal ein bisschen dichter dran. Die sehen wirklich arg mitgenommen aus. Die meisten habe ich ja aber auch schon ausgepflanzt. Ja, sodass das halt irgendwie ein anderer Satz ist, wenn die Rosenkohl Kühlchen dann nachher kleiner sind, ja mein Gott, dann ist das so. Ich habe insgesamt 100 Pflanzen, die Hälfte steht schon, wird schon passen irgendwie. Ich nehme euch jetzt mit nach hinten. Oh je, ich muss schon wieder gähnen. Ja, es ist alles sehr diesig heute Morgen. Rasen, ganz nass alles. Gärtnerei an sich ist jetzt auch schon so gut wie leer. Nächste Satz Kulturen steht schon da. Das werden Chrysanthemen für den Wochenmarkt. Ja, das ist nichts Schlimmes. Das ist hier einfach nur Dünger, nicht irgendwelches Spritzmittel, dass ihr das denkt. Und wir geben das halt per Wassergabe. Müssen halt aber immer dieses Ding da mitschleppen, weil wir da keine Leitung für liegen haben. Oh, die sieht aber schlapp aus. Ja. So sieht das hier aus im Tomatenhaus. Hoppala. Die habe ich wohl gestern Abend hier stehen lassen, ganz spät. Aber die sind noch super schön fest. Na, Pelli? Dann tauschen wir gleich vorne mal im SB-Bereich komplett aus, würde ich sagen. Super. Hier haben wir übrigens auch die Auberginen. Und da habe ich auch was entdeckt. Zeige ich euch auch mal. Hatschi, dicker. Da ist die erste dicke schon dran. Freue ich mich total. Da haben wir dieses Jahr gar nicht so einen schweren Befall wie letztes Jahr. Letztes Jahr war ganz, ganz schlimm. Mit den Spinnmilben. Habe aber jetzt schon bei unserem Händler Nützlinge bestellt. Da steht mir auch immer der Marcel dankenswerterweise zur Hilfe. Wenn ich da mal irgendwie wieder Probleme habe, dann kann ich ihn anrufen und da hilft er mir. Vielen Dank nochmal, Marcel, dass du da für mich da bist. Na, ihr Mäuse, seid ihr auch schon draußen? Das sind unsere Junghennen. Die sind erstmal hier. Nicht erschrecken, das ist nicht nur dieses Stück, das ist auch das Stück, das dicke, fette, grüne Stück dahinter, wo die battern können. Da ist der Durchgang. Nur wir machen das dann immer zu, damit wir dann auch mal da arbeiten können, ohne dass den neugierigen Viechern was passiert. Ja, da haben wir ein bisschen Futter. Okay. Ein kurzer Blick. Na, bist du neugierig? Bei meinem Garten. Oh je, ich muss mal wieder gähnen. War doch gestern gar nicht so lange. Ich war gestern auf dem Tauschtreffen bei der lieben Anke. Da haben wir dann den ganzen Kirschkuchen und Zuckerkuchen ja niedergemetzelt. War total lecker. Ich habe hier furchtbar Ordnung gemacht. Hier hinten die ganzen Ringelblumen, die mussten halt schon weg. Und schaut mal, was ich hier schon habe. Da hat auch irgendwas schon dran gefressen. So riesengroße, fette Tomaten. Nur leider, was ich ja schon gesagt habe im letzten Video, ich weiß nicht, was das für eine Sorte ist. Ich habe immer gedacht, das wäre die Ananastomate. Aber wenn ich die Farbe angucke und hier bei diesen hier so die Form, würde ich sagen, nee, das ist sie nicht. Und hier ist noch genauso eine. Hier mal aus dem Dichtiger. Hier ist noch genau so eine fette
Die werde ich heute auch abernten, weil die ist hier auch schon aufgeplatzt. Mal gleich mal abnehmen. Naja, da will ich mal gucken. Ich habe also echt gar keinen Plan, was das hier für eine Sorte sein soll. Puh. Gucken mal, ob die halt schmeckt. Ja, Gemüseacker aus meiner Sicht der Dinge. Die Bienen sind auch schon wieder fleißig am Schwirren. Es war ja ein Ding gestern. Naja. Mein Kohl, geh mal aus dem Weg, Digga. Habe ich jetzt auch schon abgeerntet, da hatte ich ja gesagt, ich weiß gar nicht, ob das, was das für eine Kohlsorte war. Hat ja ausgesehen von der Farbe wie Weißkohl, irgendwie von der Wuchsform doch eher wie so ein bisschen Romanesco. Hier habe ich jetzt noch was blühen lassen und hoffe da auf Saatgut. Und ich habe von den Blättern versucht, Kohlrouladen zu machen. Kann man machen, muss man aber nicht. War nicht lecker, mache ich kein Video zu. Von hier hinten noch mal meine Bienchen. Dicker, was spekulierst du denn? Hm? Hast du Hunger? Wollen wir mal Futti machen gehen? Wir beide. Räuchchen braucht auch einen Kaffee unbedingt. Ja. Ja, das hierzu sonntags morgens 7 Uhr in meinem Garten. Ich werde jetzt vorne den SB-Bereich aufmachen, das Gemüse durchgucken, teilweise die Gurken ja austauschen und dann wollen wir sehen, was der Tag uns noch so bringt. Wir wünschen euch einen wunderschönen Sonntag. Es soll das, Pelli, ist zu früh für Fräuchen, ihr habt noch keinen Kaffee gehabt. Wir wünschen euch einen wundervollen Sonntag. Das Wetter soll jetzt ja auch besser werden, sodass wir auch mal wieder eine Runde drehen können. Jetzt, wo das auch ein bisschen weniger Arbeit wird hier mit den Pflanzen in der Gärtnerei, kann ich mir auch mal eine Stunde nehmen, wo wir mal durch die Gegend bürsten wieder. Ja, nicht küssen, das mag ich nicht, weißt du doch. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freue ich mich über Daumen nach oben. Lasst mir Kommentare da, ob ihr mehr solcher Vlogs vielleicht auch einfach mal sehen wollt hier. So ganz ja, ungeschminkt, fackvoll am frühen Morgen. Und lasst gerne ein Abo da. Ja, das war der Daumen fürs Like. Ich brauche euch einen Kaffee. Wenn ihr Fragen habt, hatte ich glaube ich auch schon. Schreibt unten in die Kommentare. Bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.